Der biologische Landbau hat hier Antworten. Viele wissen, dass ich auch viel zu tun habe mit einer Fleischvermarktungsfirma, einer Genossenschaft von Biobäuerinnen und Biobauern, die sehr erfolgreich Biofleisch vermarktet. Komme ich auch gleich noch darauf zurück. Wir werten natürlich aus, was bei uns passiert. 1% unserer Schweine, die bei uns angeliefert werden, haben bei der Auswertung Probleme mit dem Langschwanz, wie das heute heißt. Also sagen wir mal mit dem intakten Schwein, mit dem, was Verbraucherinnen und Verbraucher, Menschen draußen, Kinder, Erwachsene, alle, wie sie da sind, wie sie das Schwein mahlen, was ja der Realität nicht entspricht. Aber im biologischen Landbau der Realität entspricht. Da hat das Schwein den Ringelschwanz hinten. Und 1% haben bei uns in unserer Firma damit Probleme. Ich glaube, darauf könnten wir weiterarbeiten. Es nutzt nichts, glaube ich, die Antwort, die ich in anderen, wenn ich heute ein anderes Publikum hätte, mit Herrn Krüsken vorneweg, dann würde gesagt, auch der biologische Landbau hat Probleme mit dem Langschwanz. Ja, bei uns haben ja alle Schweine Langschwanz und 1% ja, haben Probleme bei uns in der Firma. Aber ich glaube, darüber kann man diskutieren. Darüber kann man fragen, was läuft dort anders. Und ich denke, das heißt Umbau. Umbau heißt, dass wir in der Landwirtschaft unendlich viele Dinge neu diskutieren müssen, weil Gesellschaft sie inzwischen in Frage stellt. Damit hat Jochen Fritz zu tun, den ich hier auch ausdrücklich freue, dass du da bist, der hier seit vielen Jahren natürlich mit der Demo Wir haben es satt wichtige Akzente setzt und mit dem, was, denke ich, rings um diese Demo läuft. Er weiß heute auch als jetzt aktiver Bauer, was es heißt, das tägliche Dasein als Bauer, um zu überleben. Und ich denke, der Umbau ist das Ziel, was wir gemeinsam haben, wenn wir uns gemeinsam dahingehend bewegen können, Franz Josef. Ich glaube, da werden auch in deinen Reihen noch einige zu überzeugen sein, dass wir das versuchen wollen, diesen Prozess zu führen. Du weißt, dass ich das mit dir ja ganz gerne mache, aber das dürfen wir hier ja nicht erzählen. Das ist ja geheim, dass wir manchmal auch über solche Dinge durchaus vernünftig diskutieren können. Sonst ist Herr Krüsken gleich noch ganz verstört, weil er das hört. Aber das ist, denke ich, ein Ziel, dass wir das so angehen. Denn ich denke eben nicht, dass die Landwirtschaft am Pranger steht. In der Gesellschaft, so wie du es sagst, so verstehe ich es nicht. Sondern die Gesellschaft hat Fragen. Landwirtschaft hat ein positives Image wie kein anderer Beruf in der Gesellschaft. Sonst wären die Säle nicht voll, wenn über Landwirtschaft gesprochen wird. Professor Grete wird es bestätigen können, egal wo man auftritt, im tiefsten Münsterland, im tiefsten flachen Land. Die Säle sind voll, wenn es um die Frage geht, wie halten wir zukünftig unsere Tiere. Sicherlich im Moment die entscheidende Frage, die große Frage. Und ich glaube, das ist das Faszinierende an dem Gutachten, was der Wissenschaftliche Beirat erstellt hat, dass wir uns über 480 Seiten in den Wirtshäusern auseinandersetzen. Hier in der Politik ja leider sehr wenig. Wenn wir es nicht ab und zu aufrufen würden von Seiten der Opposition, wäre es ja schon in den Schubladen für immer verschwunden. Hier ist ja die Diskussion so, das ist nicht wissenschaftlich, das nimmt gesellschaftliche Strömungen auf. Ja, das tut es. Wissenschaft nimmt seit Ende der 90er Jahre gesellschaftliche Strömungen auf. Das sollte man lernen. Obwohl ich kein Wissenschaftler bin, habe ich das gelernt hier in der Politik, dass Wissenschaft sehr wohl sich bewegt im gesellschaftlichen Umfeld und auch die Frage stellt, was ist heute in der Gesellschaft von dem, was wir machen könnten, theoretisch umsetzbar und machbar? Was wird Gesellschaft mit akzeptieren? Ich glaube, das ist genau die Debatte, die wir zu führen haben. Und das macht hier natürlich der Wissenschaftliche Beirat mit dem Gutachten unter Führung von Professor Grete, denke ich, sehr, sehr beispielhaft. Und das ist, glaube ich, das, was wir aufnehmen sollten. Der biologische Landbau stellt sich dieser Debatte. Wenn wir nur das Thema nehmen als nächstes nach kurativen Eingriffen, der Frage Außenklima und Reize braucht das Tier. Ich glaube, auch das ist durch den biologischen Landbau sehr positiv mit zu beantworten. Der biologische Landbau hat seine Tiere in Außenklimahaltung, kann dort auf Erfahrungen zurückgreifen, kann dort vieles zu sagen und mit praktischen Erfahrungen unterfüttern. Ich denke, das sind die Debatten, die wir anschieben sollten, von heute ausgehend zu versuchen, uns in der Sache weiter zu bewegen und vielleicht das, was sonst immer so gerne stattfindet,
das Gräben ausheben, ein bisschen sein zu lassen. Ich bin 62, ich bin zu alt dafür. Lass uns versuchen, ein bisschen zuzuschaufeln, das ist ein bisschen einfacher. Und aber nicht um Dinge zu verwischen, sondern mit klarem Ziel, die Gräben überwindbar zu machen, mit dem klaren Ziel, die Gesellschaft mitzunehmen, die Verbraucherinnen und Verbraucher mitzunehmen und vor allen Dingen, und das ist meine größte Sorge, Betriebe zu finden, junge Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter, können auch älter sein, zu finden, die bereit sind, den Weg gemeinsam zu gehen. Denn wir haben eine tägliche Mangelverwaltung. Und das ist etwas ganz anderes als das, was wir in der übrigen Landwirtschaft kennen. Wir haben Preise inzwischen erreicht, ein Preisniveau erreicht, wo ich mich frage, wie weit soll das gehen, bis ökonomisch orientierte Betriebsleiterinnen und Betriebsleiter doch noch mal anfangen zu rechnen, ob bei dreifachem Schweinepreis vielleicht auch biologische Schweinehaltung für Sie möglicherweise auf Ihrem Betrieb eine Alternative wäre, als weiter Richtung 1,30 zu gehen und zu sagen, das wird für mich tragfähig die Zukunft sein. Ich glaube, darüber müssen wir auch reden, denn das beantwortet der biologische Landbau. Wir haben ewig darum gekämpft, dass wir eine eigene Preisgestaltung hinbekommen. Mein Credo als Unternehmer ist immer, die Ware kommt zum Geld. Aber das funktioniert eben im biologischen Landbau nur sehr unbefriedigend. Das Geld ist da, die Ware, wo ist sie? Da halten wir mit dem Fernglas Ausschau. Da müssen wir das ganz große Fernrohr aufspannen und finden immer noch nichts am Horizont. Das ist die Frage, die uns bewegt. Wo ist die Ware? Denn das Geld ist, glaube ich, im Markt inzwischen da. Doppelter Milchpreis, dreifacher Schweinepreis. Das sind Zahlen, wo die konventionelle Landwirtschaft nicht dran vorbeikommt. Und wo man einfach fragen muss, ja, wie weit soll es gehen? Braucht ihr den vierfachen, braucht ihr den dreifachen Milchpreis? Ich weiß es nicht. Wann ist die Bereitschaft da, darüber nachzudenken, unternehmerisch zu handeln, ökonomisch die Frage zu beantworten, wie kommt die Ware zum Geld? Schönen Dank.